Hallo und herzlich willkommen. Schauen wir uns heute an, wie wir von einem elektrischen Kreis zu einem Magnetkreis kommen, also von der Spannungsquelle zur Magnetflussdichte. Wir beginnen mit einer elektrischen Spannungsquelle. Den Weg, den die meisten kennen, ist also über den ohmschen Widerstand. Den können wir hier in Schritt 1 über die Bemessungsgleichung ermitteln. Danach können wir über das ohmsche Gesetz den fließenden Strom berechnen. Der Übertritt zum Magnetfeld erfolgt mit dem Durchflutungsgesetz. Wir erhalten also eine magnetische Spannungsquelle, eine Durchflutungsquelle. Jetzt brauchen wir noch den magnetischen Widerstand aus den Abmessungen und dem Mührelativ, können dann den Gesamtfluss ermitteln. Und schließlich über die Fläche, die beteiligt ist, das ist meistens die Eisenfläche, können wir die Magnetflussdichte ermitteln. Das ist also der Weg über das Durchflutungsgesetz und wir brauchen hier 5 Schritte. Die Frage ist, gibt es noch einen zweiten Weg zur Magnetflussdichte? Ja, den gibt es. Und zwar ist das ein einschrittiger Vorgang über das Induktionsgesetz. Kommen wir sofort zum Magnetfluss. Wir erhalten also im Magnetkreis jetzt keine magnetische Spannungsquelle, sondern eine Flussquelle. Und natürlich über die Eisenfläche kommen wir dann wieder zum B-Feld. Das Ganze hier im Vergleich. Wir sehen, links haben wir 5 Schritte, rechts haben wir nur einen Schritt. Die Frage ist, wann können wir welches Verfahren anwenden? Und die Antwort ist eindeutig. Liegt eine Gleichspannungsquelle vor, müssen wir den langen Weg über das Durchflutungsgesetz gehen, den die meisten kennen. Liegt eine Wechselspannungsquelle vor, gehen wir über das Induktionsgesetz. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt die Zusammenfassung.